Hallo zusammen! In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie man einen Cheeseburger zeichnet. Die schmecken nicht nur gut, sondern machen auch ganz viel Spaß beim Zeichnen. Deswegen lasst uns jetzt beginnen. Outline. So, lasst uns starten. Damit wir beginnen können, brauchen wir natürlich ein paar Blätter Papier und ich werde heute mit einem schwarzen Filzstift zeichnen. So, wir beginnen erstmal mit dem Brötchen und zwar dieses Mal beginnen wir nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. So, dass ich ungefähr hier Mitte des Blattes beginne, indem ich einfach einen großen Bogen zeichne. So ungefähr. Und dann von unten auch etwas gebeugt, nicht so ganz gerade, schließe ich das Ganze zusammen. So, das ist das Brötchen von oben, wie ihr schon erkennen könnt. Und jetzt fangen wir mit den verschiedenen Schichten an. Zuerst werde ich das Blatt Salat zeichnen, Salatblatt. Das wird ganz schön wellig. Ich werde von hier eine Linie zeichnen und dann werde ich hier ganz kreativ, indem ich einfach verschiedene Wellen zeichne, länger, kürzer, umso unterschiedlicher, umso besser. Das sieht jetzt noch nicht so ganz nach Salat aus, aber später wird es im Grün ausgemalt und dann sieht auch schon besser aus. Dann machen wir auch noch weiter mit dem Käse. Von dem Käse möchte ich nur zwei kleine Stückchen zu sehen bekommen. Das wird hier einmal so ein Dreieck und dann auf der Seite vielleicht hier noch so ein Dreieck. Das zeigt sich einfach nur dazwischen, deswegen sieht es erstmal komisch aus, aber wartet ab, bis wir das ausgemalt haben. Dann machen wir weiter auch mit den Tomaten. Die werden auch hier reingequetscht und die zeichne ich einfach so, das wäre ein Stück hier und ein Stück hier. So weit, so gut. Wir machen auch das Stückchen Fleisch. So, das wird auch hier wieder einen großen Bogen, habe ich gezeichnet. Wird später im Braun ausgemalt. Und ja, wir können jetzt schauen, ob wir vielleicht hier noch ein Blatt Salat zeichnen oder ob wir das gleich mit dem Brötchen abschließen. Ich denke, ich schließe das jetzt einfach mit dem Brötchen wieder ab und das ist auch hier einen großen Bogen. Die Linie hier soll ungefähr hier sein wie der Linie von oben, weil das ist ja das Brötchen. Ja, soweit so gut. Wir sind fertig. Wir können noch dazu noch einen Teller zeichnen zum Beispiel. Das wird ungefähr so ausschauen, vielleicht sogar zweimal und fertig. Lass uns jetzt mit dem Ausmalen beginnen. Lass uns jetzt ausmalen. So, lass uns beginnen mit dem Ausmalen. Ich habe mir ein paar Farbmarker vorbereitet und beginne mit dem Ausmalen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, denn ich werde jetzt das Video vorspüren. So, wie ihr seht, das sieht schon auf jeden Fall mehr nach einem Cheeseburger aus. Ich werde noch zum Schluss hier oben drauf ein paar Sesamkörner machen. So einfach ein paar Linien, vielleicht etwas dicker und ja, oben drauf, das kennen wir auch.
Ich habe einfach eine dunklere Farbe genommen als die Farbe, die ich unten benutzt habe, damit man das auch deutlich sieht. Ja, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachzeichnen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ja, ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt und auch unser Kanal abonniert, denn jede Woche am Dienstag und am Freitag kommen ganz neue Videos für euch. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis ganz bald. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, drückt einfach auf Like und abonniere unseren Kanal.